Ja, wir konnten heute verschiedene Phytoplanktonarten beobachten unter einem Mikroskop, die man mit einem schmalen Netz fangen konnte. Wir haben aber auch Seesterne gefunden, hier in der Ostsee, Plattfische teilweise und verschiedene Krebse. Es war schon sehr spannend. Überraschend war, fand ich, dass wir dann tatsächlich auch etwas Plastik gefangen haben, was eigentlich nicht immer so der Standard ist, wie die Forscher sagten. Das Wetter war auch sehr beeindruckend, teilweise mit Windstärken bis zu 12, aber auch zwischenzeitlich dann doch recht viel Sonne, mal irgendwie Regen, also sehr wechselhaft. Ich habe überlegt, in den wissenschaftlichen Bereich zu gehen, habe mich jetzt allerdings doch für Medieninformatik entschieden. Wobei man als Medieninformatiker auch doch schon ein bisschen für die Wissenschaft arbeiten kann, indem man ein Webvideo dreht oder ja, praktisch wissenschaftliche Themen vermittelt. Welchen Nutzen die Arbeit an Bord für die Gesellschaft hat. Also ich denke, dass die Forschung auf jeden Fall sinnvoll ist. Wenn man jetzt mit einem Forschungsschiff losfährt und den Bestand der Seetiere überprüft, hat das natürlich Auswirkungen auf die Fischerei, dass es zu keiner Überfischung kommt oder dass man neue Sachen erforscht über Kleinstlebewesen, die man dann vielleicht Bionik irgendwo wiederverwenden kann. Also ich denke schon, dass da ein großer Nutzen für die Gesellschaft dabei ist. Von der Reise werde ich auf jeden Fall viele tolle Bilder mitnehmen und auch einige Ideen. Das Video über Meer, was ich gedreht habe, habe ich jetzt auch schon dreimal überarbeitet. Vielleicht werde ich es noch mal ein bisschen anpassen, vielleicht ein paar Aufnahmen jetzt von der Fahrt oder auch mal ein neues Webvideo drehen. Da ist so eine Schifffahrt schon sehr inspirierend. Es lohnt sich auf jeden Fall, ein Webvideo zu drehen und dann in solchen Wettbewerb teilzunehmen und vielleicht auch eine Ausfahrt auf einem Forschungsschiff oder Ähnliches zu gewinnen. Ja, alleine schon, um dabei zu sein oder weil es Spaß macht.